Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen uns nämlich zusammen den Great Vault angucken und zwar bei insgesamt 4 Chars, wie es schon die letzten Wochen Tradition ist. Einmal bei meinem Main und dann noch bei meinen 3 Twinks, wo dann das ein oder andere hoffentlich gute Item drin sein wird. Ich würde sagen, wir starten gleich mal bei meinem Main. Los, ich brauche wie jede Woche immer noch die Schultern, die einfach nicht droppen wollen und ich hoffe, dass die drin sind. Ich war zwar ein bisschen faul, ich gebe es zu, ich war nur eine M+, ne? Aber ich hoffe dennoch, dass mir das ein gutes Item rausgibt und zwar Schultern mit Versa würde ich nehmen. Und was kriege ich? Nein, ich krieg halt Schuhe, warum? Was, ich krieg eine PvP-Belohnung? Ha. Ach stimmt, ich war ja ein RBG, nee, ich war 2 RBGs. Das reicht schon, dass ich eine Belohnung krieg? Interessant. Interessant. Ich bin jetzt am Überlegen. Also hier haben wir Schuhe mit Versa und Crit drauf. 226, die brauche ich sicher nicht. Die ganz kleinen Schuhe habe ich schon, oder? Versa, Crit. Ja gut. Dann nehme ich doch einfach das PvP-Teil. Das ist natürlich Item-Level technisch überhaupt kein Upgrade ist, aber da habe ich zumindest einen Transmog-Teil, ne? Ist nicht toll, brauchen wir nicht drüber reden. Ich hätte lieber ein Item-Level-Upgrade gehabt, aber vielleicht muss ich dann doch mehr M+ laufen. Und ja, jetzt haben wir zumindest hier ein Transmog-Teil, das wir mitnehmen können. Eventuell kann ich es mal irgendwann upgraden auf 226, wenn ich wieder ein bisschen RBG spiele oder ein bisschen Arena, ne? Eventuell kann es da dann noch was bringen, weil die Taille, die ich habe, die hat zwar gute Stats, aber ist halt nur 213. Ach, komm, nehmen wir das. Das ist jetzt nicht optimal, aber besser als nichts. Ein Transmog-Ding nehme ich immer. Sagen wir mal, die andere Seite auf 16, brauche ich nicht. Ich vermute, oder, naja, nee, ich werde die nicht gehen, die andere Seite. Wir werden die nekrotische Schneise wieder machen, weil da brauche ich noch einen Mount. Und eventuell werde ich die Woche 4 Keys laufen, dass es ein bisschen mehr Auswahl tatsächlich gibt, weil mit einem Item ist natürlich ein bisschen wenig. Gut, jetzt loggen wir mal um auf meinen Twink und gucken, ob wir da ein bisschen mehr Glück haben. Beziehungsweise ich bin schon auf meinem zweiten Account hier eingeloggt mit meinem Monk. Und ich würde sagen, da schauen wir mal rein. Und ich bin so ein bisschen am Überlegen, ich könnte eigentlich mit meinen Twinks irgendwie versuchen, mal in eine RBG-Gruppe reinzukommen. Eventuell kriege ich dann auch das ein oder andere PvP-Teil. Und da sieht es schon mal gut aus. Wir haben ein Token drin und zwar, was ist das? Ist das Schildhand oder? Nein, das ist ein Waffentoken. Sehr gut, so eins kann ich gebrauchen. Da muss ich nämlich noch das ein oder andere einlösen. Da geht es natürlich jetzt schon gut weiter. Das ist sogar eins von Drenatrius, also ein 194er. Ah, das ist super. Genau sowas wollte ich haben. Weil ich versuche mir den Twinks, ne, meine Transmog-Liste noch ein bisschen weiter abzuarbeiten. Und diese Waffentokens, da braucht man sehr, sehr viele, weil es halt leider bei jedem einzelnen Covenant unterschiedliche Transmog-Vorlagen für Waffen gibt. Und ja, da habe ich ein bisschen meine Chars gespreadet auf alle Covenants und gucke, dass ich das ein oder andere mitnehme. So, ein Waffentoken haben wir. Nächster Char ist am Start. Und dann gucken wir mal, ob wir hier auch, weil wir natürlich immer fleißig LFR laufen, auch was drin haben an Waffentokens. Na? Schade, hier ist, glaube ich, nichts drin, oder? Was haben wir? Das brauchen wir nicht. Das hier auch nicht und das auch nicht. Eventuell ist das vom Item-Level besser. Nee, ich habe das ganz gleiche Item an, sogar auch schon mit Sockel und ich habe es nicht gesockelt. Traurig. Dann müssen wir hier wohl einmal das Stygier nehmen. Das bringt mir nichts. Wir setzen es gleich mal ein. Nicht, dass ich hier Probleme kriege mit dem Inventar-Slots. Gut, dann passt eigentlich der auch wieder soweit. Jetzt haben wir noch einen Char. Da müssen wir jetzt noch kurz einloggen. Ich hoffe, ich kriege noch einen Waffentoken. Denn für meine Sammlung brauche ich, glaube ich, bei meinem Ardenwil-Char tatsächlich noch am meisten. Ne? Also hier beim Kyrianer sieht es schon relativ gut aus. Beim Ventir war es schon ganz okay. Okay, bei meinem Ardenwild-Char, da brauche ich tatsächlich, glaube ich, noch 3 Teile oder so. Heißt, da brauchen wir auf jeden Fall mal noch einen Waffentoken. Gucken wir mal, ob wir da auch ein wenig Glück haben. Wenn ich schon auf dem Main auch nur Transmog kriege, ne? So, drückt mir die Daumen. Na, und? Ernsthaft, zweimal ein Gürtel? Nee, das ist nicht. Das eine, doch. Das ist zweimal Taille, ne? Und ein Ring.
Ja gut, das können wir alles nicht gebrauchen. Alles Crap. Schade. Okay, dann nehmen wir wahrscheinlich hier auch... Was haben wir? Stygia. Ich würde lieber Anima als Belohnung haben anstatt Stygia, aber naja, das kann man sich anscheinend nicht aussuchen. Okay, dann sind wir damit auch schon wieder am Ende von dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, und wenn ihr wollt, schaut ihr nächste Woche gern wieder rein. Euer Tila, bis dann, ciao.